Hi. Möchten Sie das Erscheinungsbild Ihrer SimplyBookMe-Buchungsseite anpassen? Unsere Plattform enthält mehrere, anpassbare, gebrauchsfertige Vorlagen, um ein markenbezogenes und einzigartiges Layout zu erstellen. Navigieren wir zur Seite Konfiguration und Designeinstellungen. Sie können sich die verfügbaren Vorlagen ansehen, indem Sie auf Alle Designs anzeigen klicken. Klicken Sie zum Auswählen einfach auf eine Vorlage. Zu Beginn möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie alle Ihre Änderungen in der Vorschau anzeigen können, bevor Sie sie speichern. Dies erfolgt ganz unten auf der Seite. Sogar die Vorschau Ihrer Buchungsseite auf einem Tablet oder Mobilgerät ist möglich. Zurück zu den Designeinstellungen. Sie können ein Logo und Bannerbild hochladen, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken und die Ausrichtungsoptionen auswählen. Im Abschnitt Farbeinstellungen können Sie die Farben bestimmter Elemente anpassen. Wählen Sie auch aus den verfügbaren Farbpaletten. Wenn Sie das Kalender-Layout der Buchungsseite anpassen möchten, können Sie dies in den Zeitplaneinstellungen tun. Auch hier können Sie Zeitplantypen mithilfe der Vorschau unten auf der Seite ausprobieren. Der Typ Datumsauswahl bestimmt, wie Ihre Kunden zwischen den Daten navigieren können. Sie können den Zeitraum anpassen, wenn Sie die Zeitintervalle für Ihren Zeitplan oder Ihre Service Store verkürzen möchten. Sie können Ihre Zeiteinstellungen in einem Vielfachen des Zeitrahmens konfigurieren, den Ihr Konto verwendet. Das Dropdown-Menü für das Zeitformat ermöglicht das Umschalten zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Uhr. Wenn Sie Endzeitpunkt aktivieren, werden die End- und Startzeit für jeden Slot angezeigt. Das Dropdown-Menü Bewertungen bestimmt, wie viele Bewertungen gleichzeitig auf Ihrer Seite Bewertungen angezeigt werden. Sie können die Elementanzeige auf Liste oder Block einstellen, je nachdem, wie Ihre Dienste, Anbieter, Kurse, Kategorien und Standorte angezeigt werden sollen. Im Hauptseitenmodus können Sie auswählen, welche Artikel auf Ihrer Buchungshomepage angezeigt werden. Dieses Dropdown-Menü bietet mehrere Layouts, die verschiedene Konfigurationen von Unternehmensbeschreibungen, Arbeitszeiten und Kontakten kombinieren. Mit dem Kontrollkästchen Bilder zu Buchungsschritten nicht anzeigen, können Sie Bilder von Diensten, Anbietern und Kursen ausblenden, wenn gewünscht. Zeitachsen-Seitenleiste anzeigen wird umgeschaltet, um den ausgewählten Dienst und Anbieter neben dem Kalender anzuzeigen. Rechts nach links kann aktiviert werden, wenn Sie eine Sprache verwenden, die von rechts nach links geschrieben wird. Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Registerkarte Startseite. Der linke Bereich ist für die Firmenbeschreibung vorgesehen. Mithilfe der Symbole oben können Sie dieser Beschreibung HTML-Elemente und Formatierungen hinzufügen. Benutzerdefinierte Arbeitszeiten ermöglicht es Ihnen, einen Firmenzeitplan einzurichten, der sich von dem in den Zeiteinstellungen konfigurierten unterscheidet. Diese Option kann nützlich sein, wenn Ihre Öffnungszeiten von den Zeiten abweichen müssen, die für die Buchung verfügbar sind. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Weitere Videos wie dieses finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Bitte zögern Sie nicht, zu liken und zu abonnieren sowie die Links in der Beschreibung zu überprüfen, um unseren Social-Media-Seiten zu folgen. Vielen Dank, dass Sie sich für SimplyBookMe entschieden haben.